Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroEP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. In der letzten Folge haben wir, mein Gott, haben wir das Prolog abgeschlossen und wir wurden, wir haben uns der Verteidigung von Brühl gewidmet, also den Kapitel, die Verteidigung von Brühl. Und wir sind jetzt kurz vor der Schlacht und ich würde sagen, wir fangen direkt an. So, wenn ihr dachtet, die letzte Schlacht war ja der absolute Pipifax, dann schaut euch mal hier die nächste Schlacht an. Da wird schon ganz schön schnell hochgeschraubt. Aber egal. Dann sieht man noch mehr. Ja, erklär mal die Mission. Ja, da sind wir. Die Gegner haben die Windmühlenplaza eingenommen und invasiert. Und haben beinahe das gesamte Gebiet eingenommen. Wir werden von dieser Position hier starten. Da ist ein wichtiger Pfeil und unser Pfeil. Wir werden uns hinter Sandsäcken für Cover. Mein Gott. Wir können uns für. Wir können die Sandsäcke als Schutz nehmen und dann weiter zur Plaza vordringen. Blablabla. Unser Ziel ist es, den gegnerischen Anführer zu eliminieren. Ich sollte vielleicht erstmal hier Sätze lesen, dann kann ich es auch besser übersetzen, anstatt so Wort für Wort. Das geht nicht. Ich bin mir sicher, sie sind irgendwo in der. Im Plaza-Gebiet. Ich weiß gar nicht, was eine Plaza ist. Entschuldigung. Sei vorsichtig, es gibt viele Gegner, die sich hinter ein Gebäude verstecken. Ja, das habe ich ja schon erwähnt. Versteckte Feinde werden nicht im Kommandomodus angezeigt. Also seid vorsichtig, wenn ihr nach vorne geht. Ja, die üblichen Voraussetzungen. Ja. Ja, Wilkin, Alicia, 20 Züge, Niederlage. Gegner erledigen, Sieg. Aber wir müssen eigentlich nur aushalten, ja? Müsste eigentlich noch in dieser Folge hier zu machen sein. Tutorial-Zeit. Über Schaden. Jede Einheit hat eine entsprechende Anzahl von Punkten, die geheilt werden am Ende des Zuges. Wenn eine Einheit sehr viel Schaden genommen hat, dann pusht im. Nehmen sie nicht zu hart dran. Und lass sie nach hinten, um sich zu heilen. Sollte ein Gegner. Sollte die AP einer Einheit auf 0 sein, dann sind sie in kritischen Zustand. In diesem Kampf hat man keine Chance, diese im kritischen Zustand befindenden Personen zu retten. Also kämpft gefälligst vorsichtig. Ja, ich bin Pro, schafft das schon. Mit der 3 Punkte. So. Dann schicken wir das Kanonenfutter. Ich meine die erfahrenen Soldaten erstmal nach vorne. Über Sichtlinien. Ja, okay, das. Ja, jeder Gegner, ja. Jede Einheit hat hier so eine Sichtlinie, welche Einheit. Also wenn die rot sind, dann werden wir von diesen Personen alle gesehen. Und dann werden wir abgeschossen. Also wie ihr seht, ja, hier. Grün, die laden nach, rot, greifen an. So, und wir gehen jetzt erstmal im Zielmodus. Über Gegner angreifen. Wenn du L über 1 drückst, während du im Zielmodus, ja, dann wechselst du das Ziel. Okay, das kann ich auch alles so erklären. Das habe ich, glaube ich, alles schon im ersten Part erklärt. Also im zweiten Part meine ich, im ersten Kampf meine ich. Deswegen überspringe ich das jetzt mal, weil wir wollen ja auch was erreichen, außer nur mir zuzuhören, wie ich hier bei Englisch fail. So. Zack, 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 zack. Mann, bist du ein Noob. Aber du bist noch ein größerer Noob. Zug beenden. Katsching. Ja, sieht man mal, auf die Typen ist echt kein Verlass. Alicia, los geht's. Da! Und den müssen sie ja wohl schaffen. Oh Gott, oh Gott sei Dank. Voll daneben geschossen. So. Ja, Entdeckung. Und Zugende. Also nicht Zugende, aber Alicia, Zugende. So, Wilkin. Los geht's.
den werden wir ja wohl noch schaffen. Ah. So, jetzt kommt was noch Schöneres. Wenn Einheiten in der Nähe von uns sind und wir auf einen Gegner schießen, dann... Mein Gott, ich krieg da mit den Zielen nicht hin. Es war schon immer so. Na, diesmal nicht. Normalerweise, wenn Verbündete in der Nähe sind, dann besteht eine Chance, dass die mit einen angreifen. Oder mit einen kontern sogar. Anscheinend weiß ich nicht mehr, was die Voraussetzungen dafür sind. Egal, jetzt kommt der Gegner erstmal. Boah, der viele Kommandopunkte. Ja, und seht ihr, erst nachdem wir ihn gesehen haben, ja, wurde er auch in der Karte angezeigt. Und, nein! Komm schon. Verdammt. So, du bist aber jetzt tot. Ha! Wo bist du, Loop? Und jetzt. Konter! Bringt nichts. Na, die werden erst gesehen, wenn wir die selber sehen. Also wenn wir die nicht sehen, dann werden nur die Bewegungen auf der Karte irgendwie angezeigt, dass sich da irgendwie was tut, aber sehen tun wir sie wirklich nur erst, wenn wir sie auch wirklich sehen. Ja, das Fragezeichen zeigt irgendwie so die letzte Aktivität, glaube ich, an. So. Du. Geh vor. Diese Nachladezeiten kann man übrigens auch gut ausnutzen, um während den Schüssen die Position zu wechseln. Komm schon. Ey, leck. Da. Au, 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 au. Boah, jeder einzelne. Boah. Leute, was ist denn los? Seid ihr nicht irgendwie Profis? Oh, wait, okay. Du mal. Ah. Jawohl. Einer weg. So, wir machen wieder einen Crouching Tiger und wechseln zu Alicia. So, wir werden natürlich am Zugende immer geheilt. Also so schlimm ist das nicht, wenn wir ein paar Mal getroffen werden. Ha. So. Ich glaube, wenn wir die Typen hier aufsammeln, dann kriegen wir mehr Punkte oder Erfahrung, Geld, keine Ahnung. Ist schon ein bisschen her, seit ich das Spiel jetzt mal gespielt habe. So, du müsstest jetzt aber eigentlich tot sein. Ja, du bist so gut wie tot. Ein Konter und du bist weg. Zack. Ja, wenn die Gegner natürlich auch in unsere Sichtweite sind, dann greifen unsere Einheiten auch automatisch an. Das ist natürlich selbstverständlich. Also ist jetzt nicht so, als hätte der Feind hier voll den Vorteil und wir sind voll im AA. Oh. So, du scoutest mal vor. Verdammt, jetzt konnte ich den Typen nicht aufsammeln. Oh Gott. Wen haben wir hier alles? Machen wir erstmal dich platt, weil wir jetzt nicht in Deckung. Woll. Hast du auch was zu sagen, Feuerwehrmann? Du gehst mal ein bisschen weiter dahin. Mit Welken und Alicia dich fertig machen können. Unbekannter Kommandant. Ja. Ah, ich glaube, das schaffen wir doch nicht in dem Part hier. Na. Willst du was? Verdammt! Hey, da ist eine Kugel auf dem Sandsack. Sandsack. So, wir werden eins mit dem Sandsack. Wäre nicht getroffen. Und Welken, du erledigst den Rest. Hoffentlich. Wenn dann. Wird der Konter den einen Typen töten. So, auf den Kopf ziehen. Wenn die Gegner hinter den Sandsäcken sind, dann haben die auch
automatisch mehr Verteidigung, muss man auch sagen. Also ihr seid jetzt nicht überraschend, dass die so viel aushalten. Aua, aua, aua. Alicia geht in Deckung und Welken kriegt verleihen aufs Maul. Also du müsstest eigentlich jetzt, wenn du Mist baust, drauf gehen im nächsten Zug. Boah, der Gegner sammelt so viel CP. Boah, bist du blöd! Schön. Ja, wir haben gewonnen. Oder? Namenloser Soldat 7 und 16. Uiuiui. Nein, mich nicht. Nicht mich nicht mich abschießen. Ich muss doch noch Let's Play. Das ist ein Panzer, Leute, rennt weg. Eieiei. Ja. Und der Gegner ist immer noch im Zug. Und guckt euch an, wie viele Gegner da aufgetaucht sind. Guckt mal an, wie viele CP die haben. Und guckt euch an, wie wenig wir von an den Typen abziehen. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Du standst gerade nicht da. Oh Gott. Ja, mach direkt noch einen. Der stellt sich da hinten erstmal in Position, damit er uns kalt machen kann. Macht die gesamte Deckung hier kaputt. Ich glaube es nicht. So, jetzt haben wir ein Problem. Tank! Boomer! Ich meine, nicht gut. Ja, wir müssen abhauen. Ja, wir müssen flüchten. Ja. Wir müssen mit Balken abhauen. Gehen wir schon mal vor. Allerdings sind da einige Leute, die es uns ein bisschen schwer macht, hier durchzugehen. Da! Map. Oh, die Map. So, du gehst mir ein bisschen auf die Nerven. Jawohl. Da! Schaffen wir das noch hier? Wir können jetzt eigentlich noch den Rest hier auseinandernehmen, aber da es jetzt gerade so zeitlich so schön passt, würde ich sagen, wir hauen jetzt hier mit Welken ab. Ja! Lasst mich durch. Und die Operation ist komplett. Yoshi, nantoka furikitta to. Arisha, kono ato wa dou suru? Kuyashii kedo, sensha made dete kitan ja. Totemo machi wa momori kirete. Also, ab. Kou nattara, machi no hito o hitori demo ooku dashitsu sasemashou. Oodori no mon de teki o kuitamete miru. Sukoshi demo dashitsu suru jikan o kasegeru youni. Ja, keine Sorge. Und ja, das haben wir erreicht. So, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt hier direkt eine Cutscene kommt oder ob wir direkt zum Buch zurückkommen, aber ich mache jetzt hier erstmal einen Schnitt und Rang C sehe ich gerade. Ah. Und wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play Valkyrie Chronicles. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.